Aber wir können jetzt da so plaudern. Ich meine, wenn du jetzt was jetzt kannst, weil jetzt sind wir warm irgendwie, gell? Also das Wichtigste für mich ist, gut drauf zu sein. Na, jetzt noch nicht. Ich brauch's eigentlich nicht, weil es spielt sich eh da ab. Meistens nicht, aber hin und wieder doch, ne? Er braucht nicht glauben, der Hans Hölzl, weil er sie jetzt Falco nennt. Ertappen wir ihn nicht dabei, bei allem, was er sich denkt und was er tut. Und lustig, ist doch lustig, wir lachen doch alle. Naja, wir lachen nicht so. Ich muss ganz einfach scharf sein. Weil scheinbar ist er seelisch dermaßen aus der Balance, dass er ja selber nicht weiß, wer er ist. Sehr, sehr schwierig bis hin zu absolut definite asshole. Und diesen Ruf gilt es mit allen Mitteln zu verteidigen. Es ist spekulativ, es ist haarsträubend, es ist ganz einfach fürchterlich. Na, es ist schon leibend, na, aber irgendwie ist es ein bisschen nicht leibend. Mir passt mein Ort auch nicht, aber so bin ich. Entscheidend ist die Zeit, die wir zusammen verbringen, und die sollten wir respektvoll und irgendwie gut miteinander verbringen und nicht so in Showbiz-Attitüden. Ich sage euch eins für alle Mal, Hansi gibt's keinen mehr. Ich bemühe mich, mich zu benehmen wie ein Mensch und versuche niemanden auf die Füße zu steigen. Und wenn mir einer auf die Füße steigt, dann rauche ich mir Zigaretten an und blase ihm um. Konzeptionell Rossacher tolle Zeit. Fangen wir in den Extremen an und treffen uns dann in der Mitte. Ich spiele keine Galionsfigur und posaune keine Hymnen. Ich versuche, meinen gegenwärtigen Standpunkt auszudrücken mit dem, was ich tue. Ich höre auf damit zu sagen, dass ich in Österreich neue Maßstäbe setzen möchte. Das möchte ich nämlich nicht. Ich glaube, dass die alternative Szene genauso ihre kommerziellen Faktoten hat, oder wie ich kürzlich gehört habe, glaubst du, dass der Philipp Bohr auf einen Kassettenrekorder aufnimmt? Ich glaube, dass das heute der Standard ist. Warum wir nach London gegangen sind, hat einen anderen Grund. Im Stereo West Studio von Robert haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben ein Synclavier, wir haben SSL Logic, wir haben 48 analoge Spuren. Es wäre nicht unbedingt von der Technik her notwendig gewesen, nach London zu gehen, aber ich wollte ganz einfach nach der Produktion, nachdem er sich also vorbereitet hat, komponiert hat, getextet hat, aufgenommen hat, einfach einen frischen Wind reinbringen, und das hat London sicherlich gebracht. Also das Wichtigste für mich ist, dass ich gut drauf bin. Ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei und habe also verschiedenste... Wenn ich das so mache, decke ich da das Mikrofon ab. Ja, Turek, dann mache ich es nicht. Also das Wichtigste für mich ist, gut drauf zu sein. Und ich habe einiges gelernt in den letzten 10 Jahren. Ich war zum ersten Mal da 80 und jetzt haben wir 90. 88 bin ich ausgetreten, jetzt trete ich wieder an. Was habe ich gelernt zwischen 80 und 88? Wie viel Sendezeit haben wir? Wo soll ich anfangen? Ich habe 8 Jahre auf einer Achterbahn verbracht mit Höhen und Tiefen, die ich unter anderen Vorzeichen, sagen wir mal, in einem anderen Jahrzehnt oder mit einer anderen Frisur oder wie immer, höchstwahrscheinlich nur in 20 oder 25 oder 30 Jahren hinter mir gebracht habe. Es war kein Wunder, dass ich dann irgendwann 88 sagen musste, eigentlich möchte ich mein Leben ein bisschen neu positionieren, nur sehe ich vor lauter Rauch und vor lauter Asche nicht mehr klar. Also muss ich versuchen, da irgendwas an den Grundfesten zu verändern, also weg vom Markt, abtauchen. Von 2 Jahren Pause kann kein Rät sein. Ich glaube, dass ich in den letzten 2 Jahren genügend gemacht habe. Die letzte LP war mehr eine Vertragserfüllung, und die ist wieder mehr ein Ausdruck davon, dass ich mich ganz gut fühle und dass ich so an der Zeit finde, wieder Platten zu machen. Naja, es kommt darauf an, was man sich noch großartig beweisen möchte. Ne? Ich bin eigentlich ein Ein-Mann-Betrieb. Ich bin die Quelle. Ich habe also keinen, wenn ich so Schlagzeilen lese wie ich brauche mir nichts mehr zu beweisen, weil ich habe eh schon genug verdient, und mir dann vorstelle, wie ein Geschäftsmann das sieht, der muss sich denken, der Bub ist ganz schön blöd, weil genug kann man nie haben. Nur muss man das unter folgenden Vorzeichen sehen. Ich bin ja mit mir eigentlich ziemlich allein. Und ich habe also
mit 27 war ich Nummer 1 in Amerika und dachte mir, na was jetzt noch? Also wie geht's, was soll ich jetzt noch? Alles, was ich tun könnte, wäre im Prinzip eine geschmackvolle Wiederholung anzustreben. Ich möchte hier bleiben, also muss ich hier meinen Lebensbereich einmal schaffen. Ich muss einmal die ganze Wäsche sortieren, die so angefallen ist in 8 Jahren. Und da ist ja einiges passiert. Ne? Infolgedessen, um auf deinen Chart-Erfolg zurückzukommen, man begibt sich, wenn man eine Schallplatte macht, natürlich in den Clinch mit der Industrie. Man verbündet sich ein bisschen mit ihr, man begibt sich in Verpflichtungen. Meine gegenwärtige Situation zu beschreiben, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe für die letzten 3 LPs eine Mörder-Kohle verdient und habe eigentlich ganz gut ausgesorgt. Nur glaube ich, dass ich noch einiges zu sagen habe. Was sollte ich auch sonst anders tun? Ich würde den Ausflug nach Holland als einen wirtschaftlich sehr erfolgreichen, kreativ zum Teil erfolgreichen bezeichnen. Es hat auf der dritten, initiiert durch Amadeus natürlich, auf der dritten LP gepritzelt, so elektrisch irgendwie, so wie wenn sich Leute treffen, die also grundverschieden sind und halt draufkommen, sie können irgendwie miteinander. Ich glaube, die kreativ vernünftigere Entscheidung, langsichtig, und aber nachher weiß man es immer besser, wäre gewesen, nach der dritten zu sagen, Jungs, eigentlich ist die Luft draußen. Nur begann folgender Mechanismus. Und ich möchte den sehen, der es nicht so gemacht hat wie ich, also den erkläre ich für wahnsinnig. Die dritte LP, man macht immer 3 normalerweise, ne? Die dritte LP hatte Amadeus und hatte, ich kenne das also nur momentan von Sinead O'Connor, die ist mit ihrem Hit jetzt in einer ähnlichen Situation, die ist nämlich auch vertragsfrei. Ne? Die dritte hatte einen Welthit und ich war vertragsfrei. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, wie man wienerisch sagt, mörderisch aufzureiben und das habe ich getan. Und da jeder, der es nicht getan hat, den muss ich für schwachsinnig erklären. Natürlich sagte jetzt die Industrie auf der anderen Seite, Junge, das sehen wir alles ein, aber wir gehen auch davon aus, dass du mit denen weitermachst, mit denen du schon mal so große Kasse gemacht hast. Und sagte ich, ja, werden wir mal schauen. So kam es zu Emotional, das für mich eigentlich schon ein bisschen überproduziertes, ziemlich glattes Album war. Und die letzte war eigentlich eher nur ein Ausdruck meiner Unzufriedenheit. Man kann nämlich nicht einen Schritt zurückgehen und sagen, eigentlich möchte ich mich zurückziehen und möchte einmal sortieren, was da alles so passiert ist in den letzten 8 Jahren und gleichzeitig aber seinen Vertrag erfüllen wollen. Das habe ich aber getan. Ist auch ganz, ganz gut gelaufen soweit. Mit der jetzigen schaut es ganz anders aus. Ne? Was künstlerisch dahinter steckt, Tennis spielen kann man in Monaco, Golf spielen kann man auf den Bahamas und Lieder, die nicht so unbedingt mit der Muttermilch verbunden sind, wie zum Beispiel was weiß ich, 17 Jahre blondes Haar oder griechischer Wein, die kann man auch in der Schweiz schreiben. Aber ich glaube nicht, dass ich Charisma Commando in Zürich geschrieben hätte oder dass ich Alles im Liegen in Monaco geschrieben hätte. Ich glaube, dass die Steuern, die ich da zahle, ein gerechtfertigter Preis sind für das, was ich hier habe. Die Hassliebe, dieses... Ich fühle mich zwar manchmal sehr paranoid und habe also meine schizoiden Zustände aufgrund der Öffentlichkeit meiner Person, aber ich kann zunehmend damit umgehen. Es geht schon. Also ich bin sehr gern da und ich glaube, dass meine Platten anders ausschauen würden. Wie ja beweist Emotional und wie beweist Wiener Blut. Das war schon ein fast krampfhaftes Bitte return to the basic thing, Wiener Blut. Nur es war halt ein bisschen sehr fleischig, weil in Holland hat man sehr fleischige Unterarme und es schaut halt alles ein bisschen anders aus. Ne? Ich kann es nur noch einmal sagen, bitte Platten anhören und ihr werdet besser verstehen, was ich meine. Ich werde immer wieder so aufgefordert, vor allem auch von deutschen Kollegen und so, na, was, erklär uns mal, was ist dieser Schmäh? Kinder, kann ich nur sagen, entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Ich stehe auf die Stadt. Lass mich zuerst einmal eines sagen, was hat Falco überhaupt in den Klatschspalten verloren? Was hat einer, der mit 24 ein Kokainlied macht und mit einer Lederjacke und mit Sonnenbrillen 7,5 Millionen Mal um die Welt sich dreht, was hat er eigentlich verloren in den Klatschspalten? Das ist ein bisschen so unsere österreichische Mentalität, so von wegen, er braucht nicht glauben, der Hans Hötzl, weil er sie jetzt Falco nennt, ertappen wir ihn nicht dabei, bei allem, was er sich denkt und was er tut.
Die ganze Schizophrenie begann schon einmal damit, dass einer gesagt hat, ich heiße Hans Hölzl und nenne mich Falco. Glaubst du, dass in Italien irgendein Medienkollege jemals auf die Idee kommen wäre, zu schreiben, Alice, die sich zwar Alice nennt, aber eigentlich Carla Bissi heißt? Es interessiert niemanden. Es wurde hier eine gewisse Kunstfigur geschaffen, die mir natürlich gerade in Österreich auch sehr viele Probleme und sehr viele Unbalanciertheiten meiner eigenen Person eingebracht hat. Ich habe mich da auf ein Gespür einlassen, das natürlich auch seine Kehrseiten hat. Ne? Weil man kann mir nicht abstreiten und mein Arzt kann darüber in großen Stößen von Manuskripten berichten. Man kann mir nicht abstreiten, dass ich einen schizoiden Anfall kriege, wenn mich ein intelligenter Medienkollege doch wirklich fragt, Falco, jetzt sag uns doch einmal ganz klar, wie viel Prozent von dir sind Hans Hölzl und wie viel Prozent sind Falco? Ja, also bitte, da denke ich mir, um Gottes Willen, wo lebe ich? Ist doch eigentlich, hier wagte es einer, zu versuchen, aus sich hervorzutreten, um eine Person darzustellen, wie es halt ist in der darstellenden Kunst. Ja? Und das ist auf einmal so seltsam. Und was ist das so seltsam? Und ich lese heute noch, nach 12 Berufsjahren, auf den Titelblättern von namhaften österreichischen Zeitungen, Falco Hansi Hölzl. Damit beweist der Redakteur einige Dinge. Er beweist damit, dass er nach 12 Jahren noch immer nicht weiß, wie ich heiße. Er beweist damit, dass der Hansi ja noch immer der Hansi ist. Ich sage euch eins für alle Mal, Hansi gibt es keinen mehr. Ja? Und er beweist damit auch, dass er irgendwie ignoriert, dass es hier ganz einfach um die Einführung eines Markenartikels ging, der Fleisch und Blut ist, aber der wirklich keine Minute seines Lebens mehr damit verschwenden möchte, zu erklären, wie viel er selber ist und wie viel er sich gestylt und aufgesetzt oder sonst irgendwas getan hat. Er ist ganz einfach. Die Herstellung einer Platte oder die Produktion einer Platte ist wie eine Geburt. Das Aufregendste ist aber die Zeigung. Das heißt, es gab, sobald wir also gesagt haben, wir machen das zusammen und wir haben das in dieser und jener Zeit für dieses und jenes Budget durchzuziehen, überhaupt keine Probleme mehr. Wir sind lang genug dabei und wissen also schon so weit Bescheid, dass wir also wissen, wenn wir sagen, ja, dann haben wir es zu tun. Der schwierigste Punkt war vorher, nämlich der, ich bin also im März, ich bin im November 88 abgefahren von Österreich und war ziemlich zerstört aus den letzten 8 Jahren. Kaputte Familiensituation und eine lauwarme Plotten, eine angesagte Tournee. Also man könnte sagen, wenn man das in germanischen Lettern schön in eine Headline verpacken wollte, ein sogenannter Karriereknick. Ja? Und bin 4 Monate schwanger gegangen mit dem Gedanken, was zu tun. Bin dann nach Wien zurück und habe mir also in Wien sehr zurückgehalten, immer noch. Bin also immer noch so ein bisschen nach Tirol gefahren und dort und da. Habe dann im Sommer langsam, Sommer 89, begonnen, mich wieder so ein bisschen die Fühler auszustrecken und zu riechen und zu schauen und zu spüren, was sich so tut. Das war der schwierigste Punkt. Der schwierigste Punkt zu sagen, okay, ich mache jetzt in Wien eine Platte. Ich gehe nicht zum Wolf nach Los Angeles oder von mir aus wieder zu den Bolens oder gehe auf die Suche in England nach einem Partner, wie immer. Ich bleibe hier und mache sie hier. Diese Entscheidung war das Schwierigste. Ab dem Zeitpunkt, wo sich der Robert und ich dann auch natürlich noch über Wochen unterhalten haben und gesagt haben, wollen wir das so machen, was ist in unserer früheren Partnerschaft schiefgelaufen, wie müssen wir uns menschlich neu positionieren, wie müssen wir uns geschäftlich neu positionieren. Da gehen wir nächstes Jahr alles von Mozart-Plakaten und Mozart-Jubiläen nur so voll sein wird in Wien. Also mein Tantiemenkonto wird sich sicher freuen. Ich glaube, dass es ein Fehler wäre, jetzt, was weiß ich, ganz banal gesagt, Amadeus 2 zu machen und so und hier ein Ding aufzuwärmen, inflationärst, wo ich eigentlich gar nicht mehr bin. Amadeus wäre auch aus meiner eigenen Betriebsblindheit als Wiener heraus ohne die Holländer so nie entstanden. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Also das war schon diese Elektrizität zwischen Amsterdam und Wien irgendwie.
Zu Mozart ja kann ich sagen, ich glaube, dass und daran können die Kulturpäpste und die britannischen Vertreter gewisser Kulturidioms nicht mehr vorbeischauen, seit dem Film und seit dem Song, seit dem Film zum Song oder den Song zum Film, egal. Es ist mit dem Lied Ernst gelungen, es ist schon ein bisschen gelungen, diese Figur des Rokoko in die Jetztzeit zu transportieren und dadurch ihn zu vermenschlichen, ihn wegzuholen aus den Geschichtsbüchern und aus den Kindern, das ist die, was weiß ich, kleine Nachtmusik. Oder? Und hier einen fließenden Übergang zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik zu schaffen. Vielleicht nicht so direkt mit dem Song, aber mit der Auffassung der Figur. Dass sich das zufällig mit mir gerade irgendwie so gedeckt hat, steht auf einem anderen Blatt. Ich habe mir zu Mozart ja einiges überlegt. Es ist alles ziemlich spekulativ. Es ist alles ein bisschen gefährlich, weil es für mich alles nach ein bisschen einer aufgewärmten Suppe irgendwie so schmeckt. Aber ich glaube, dass irgendwas ganz sicherlich passieren muss. Ich werd mir was überlegen. Und wenn wir davon sprechen, E und U zusammenzubringen ein bisschen, naja, also da könnte ich mich als Transportmittel schon zur Verfügung stellen. Was sind eigentlich noch die wirklichen Kicks? Also es ist ja klarerweise, es ist klarerweise nicht das Bankkonto etc. Was bringt doch wieder die Energie auf, dass man wie ein Besessener an einem Produkt arbeitet, feilt, verbessert? Was ist es bei dir? Versuchst du das manchmal zu analysieren? Was bringt dich dazu, dich immer wieder in diesen Wahnsinn zu stürzen? Statt dich zurückzulehnen und zu sagen, na gut, ich warte jetzt wieder, was dieses Jahr einfließt. Naja. In den allerletzten, aber wirklich allerletzten Wahnsinn habe ich mich gestürzt in den Jahren 80 bis 88. In einem Zeitraffer-Tempo Sachen hinter mich brachte, die ich mir eigentlich nicht erträumen hätte lassen. Und viele andere mit mir nicht, viele andere schon. Ich glaube, dass ich eines gelernt habe. Ich kann sein, wie ich will, ich sollte irgendwie echt sein. Ich kann mir nichts aufsetzen. Wenn ich verwirrt bin, und ich bin in Interviews sehr oft verwirrt, weil oft stört mir Lampen und ich bin von einer Minute auf die andere so schlecht drauf oder irgendwie geht da raus. Es ist wie das Wetter. Nicht? Man kann sich zwar zu Interviews, gerade wenn man sich der Öffentlichkeit präsentieren möchte, gewisse Dinge zurechtlegen, aber einem Wahnsinnigen wie mir passiert es oft, dass es dann alles mit einem Wupp weg ist und ich bin sowas von schlecht drauf und sowas von launisch und komme irgendwie rüber wie das Allerletzte. So von wegen, ja, und da ist Wien und da ist das und so. Kann passieren, wird mir auch laufend weiter passieren. Nur tun da die Jahre schon das ihre. Ich glaube, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, zu sagen, mit einer generösen Geste all diese Fragen wegzuwischen und zu sagen, ich habe mir gar nichts mehr zu beweisen. Nimmt mir keiner an. Das nimmt mir keiner ab, weil jeder weiß, dass ich mir an jeder Häuserecke in Wien irgendwas zu beweisen habe. Und sei es nur gut drauf zu sein oder schlecht drauf zu sein oder sonst was. Was ich gelernt habe, ist, man verblutet relativ schnell, wenn man also nicht aufpasst. Wenn man also, ich glaube, dass bei einem Künstler, und das ist ein wichtiger Punkt, den ich glaube gelernt zu haben, mehr um das geht, was er nicht zeigt, als das, was er zeigt. Und mit einem Welthit wie Amadeus passierte mir im Blitzeschnelle Folgendes. Auf einmal schaut eine Öffentlichkeit mit dem Brennglas auf einen Typen, der ein paar Jahre zuvor mit Brille und Lederjacke 7 Millionen Mal um die Welt gegangen ist und der eigentlich immer so sich selbst für einen Außenseiter gehalten hat. Und auf einmal gibt es einen Hit und natürlich wird man zum Opfer der Medien. Wenn man nicht aufpasst, dann bitte ich, frag dich, woher hätte ich es wissen sollen? Noch dazu kam gerade zur selben Zeit meine Tochter, na mehr habe ich nicht gebraucht. Also war ich auf einmal einer Öffentlichkeit ausgesetzt und habe es auch nicht verhindert. Ich hätte also Abwehroffiziere gebraucht und dieses und jenes. Wirklich. Oder hätte mich verstecken müssen. Nicht? Ich hätte auch sagen können wie Michael Jackson oder was, jetzt habt ihr mich gern, ich mache mir jetzt da meine Burg und hier sind die Zinnen und bis hierher und nicht weiter. Ich liebe meine Tochter und meine Schlangen und meine Affen oder sonst irgendeinen Schwachsinn. Wollte ich auch nicht, bin ich nicht gewesen. Es hat gerade in einem so kleinen Land wie Österreich, wo fast jeder den anderen kennt, natürlich eine unglaubliche Dynamik auf einmal entwickelt gehabt.
Nummer 1 in Amerika. Also ich muss da sagen, ich war gar nicht gut drauf, als ich hörte Nummer 1 in Amerika. Weil ich wusste, was das für eine Belastung ist. Und ich habe fast 5 Jahre gebraucht, um die irgendwie einigermaßen loszuwerden. Sie kommt natürlich immer wieder so zurück, so hinterfotzert ein bisschen und so, na, was ist jetzt gar Nummer 1 mehr in Amerika? Und so sage ich, ja, um das geht es eigentlich nicht mehr. Was man dann natürlich noch, ich muss jetzt zum 85er-Jahr, zu Amadeus noch was sagen, dann kommt man auch sehr leicht in die Versuchung, eigentlich von seiner Kunst abzulenken und alles auf eine sehr wirtschaftliche Ebene zu zahlen. Ne? Zu sagen, ja, der Erfolg gibt dann immer recht, mit vollen Hosen ist gut stinken, liebe Freunde. Ja, was denn überhaupt? Eigentlich alles nur eine Distanz zu kriegen irgendwie zu dem Ganzen. Und dann kommt man halt zu einem Ruf, den kann man nicht korrigieren, weil zum Teil stimmt er ja auch. Probiere ja gar nicht. Aber es hat fast 5 Jahre gebraucht, um mich seelisch und überhaupt in allen meinen Auslotungen meiner Seele wieder ein bisschen ins Lot zu kriegen. Und warum stürzt man sich, zurückkehrend auf deine Frage, immer wieder aufs Neue in das Abenteuer? Das ist der Thrill. Und der Thrill ist, eine gute Platten gemacht zu haben. Ich werde gute Platten machen, ich werde wieder schlechtere machen. Ich kann nichts anders. Das ist meine Berufung, mein Talent, mein Inhalt, mein Beruf, meine Profession, meine Begabung. Oder ich werde euch nicht erspart bleiben. Falco, die neue LP, Nachtflug, was ist, wer ist am Telefon? Wer ist das jetzt? Hallo? Ja, ist da. Mörderisch, ja? Mörderisch, ja. Haben wir das gut drauf? Tolle Zahl. Falco, neue LP. Entschuldige. Falco, neuer Fuß, neue LP. Neue LP, was gibt es Programmatisches oder Prinzipielles zum neuen Produkt zu sagen? Mit welchen Einstellungen, mit welchen Ansätzen bist du an das neue Werk gegangen? Also mal abgesehen davon, dass mit dem Wechsel der Industrie Company ein neues Kapitel anfangen soll, bin ich darauf eingegangen, wo viele Leute gesagt haben in der letzten Zeit, sag einmal, was macht er eigentlich? Was ist er krank? Er macht mit hellseherischer Zielsicherheit das, was wir von ihm nicht haben wollen. Und eigentlich an dem klassischen Falken von früher, in Anführungszeichen, war doch gar nicht so viel zu verändern. Was macht er eigentlich? Er versteckt sich in eine Kunstsprache, die wir nicht brauchen. Wir wollen ihm eigentlich zynisch, wir wollen ihm sarkastisch, wir wollen ihm journalistisch. Er soll ordentliche Nummern recherchieren und ordentlich runter reduzieren. Und ich glaube, das ist gelungen. Ich glaube natürlich, auch jeder Bäcker lobt sein Brot. Und immer ist die letztgemachte LP die beste, die man jemals gemacht hat. Aber ich meine, ich kann sagen, ich werde unter Garantie und so mit mir meine Industriepartner und Medienpartner mit der vorliegenden Platte wesentlich besser leben können als mit den drei zuletzt. Das heißt in gewisser Weise ein bisschen back to the roots of Falco? Ja, härter. Also ich meine, es ist bei jeder LP so, wenn sie gut wird, dann entwickelt sie ab einem gewissen Produktionsstadium eine Eigendynamik. Und daran merkt man schon, ja, dass etwas im Kanal ist sozusagen. Und ich habe also mit den Bolens meine alte Zusammenarbeit aus dem Grund wieder aufgenommen, weil sich eigentlich nicht die Frage stellt, warum wieder Bolens, sondern die Frage sich stellt, warum je zuvor weg von den Bolens. Und habe gesagt, pass auf Jungs, da gibt es den Titel Nachtflug, den gibt es schon, er ist der Undercover Agent, privater Clubbing-Patient. Das dürfte er sein. Ja? Hallo? Ja, ist noch da. Ja. Gut, jetzt nehmen wir es aber runter. Weil diese Arroganz, die man mir vielleicht vorwirft, die hat sich eigentlich immer nur auf die Leute bezogen, die mich vermarkten wollten. Also da gehört ihr dazu, da gehört die Industrie natürlich dazu, und, aber nie mein Publikum. Ja? Also ich wollte nie meinem Publikum gegenüber in irgendeiner Form herablassend wirken. Ich bin halt nur ganz einfach Haas irgendwie. Und das noch immer nach 10 Jahren. Warum Nachtflug? Wie kamst du zu diesem programmatischen Titel? Was symbolisiert das für dich oder was steckt da drin? Oft bewährt.
Er ist der Undercover-Agent, privater Clubbing-Patient. In Sachen Neuordnung des Egos, das glaubt er jeder, den kennt. Er bucht den Nachtflug einmal täglich, zur Sicherheit den Heimweg auch, Lichtjahre Luxus vergeblich, es bleibt beim harten Puls im Bauch. Aber er weiß, sie macht es heute Nacht und dann soll sie Kapitän des Nachtflugs sein. Das heißt Titanic als Symbol des Untergangs, aber wenn untergehen, dann wenigstens Party, Cash. Genau, ne? Mit all den Millionen Cash und all der teuren Wäsche. Wir haben also zum ersten Mal in meiner Geschichte, seitdem ich Schallplatten mache, die Situation gehabt, dass ich so gut in Zeit bin, dass meine Firma noch nicht in der Zeit war. Also wir waren eigentlich komplett fertig, schon vor einem Monat. Ne? Und haben also dieses Mal wirklich auch die Möglichkeit, die Sachen von vornherein mit der nötigen Präzision anzugehen. Man soll ja nie, also man soll erstens mal auf Holz klopfen, man soll nicht was verschreien, aber prinzipiell ist doch so im Allgemeinen die Stimmung, dass die Titanic jener Song ist, der am potentesten ist seit dem großen Hit Rock Me Amadeus für das, was wir kommerziellen Erfolg nennen. Das heißt jetzt nicht, dass die anderen Songs nicht gut waren. Spürt man das selber auch so oder lässt man es einfach relaxed an sich zukommen oder merkt man, da ist mir jetzt was gelungen? Ich sagte ja, du machst so lang Albumtitel, bis du eine Single hast. Oft hast du den noch 20 Nummern auch noch nicht. Aber wir haben es also glücklicherweise gehabt. Und ich meine, ein Hit annonciert sich immer selbst auf irgendeiner Art. Ich würde nicht sagen, dass es vielleicht möglich sein muss, an Rock Me Amadeus anzuschließen. Aber ich denke, dass es ein ganz kräftiges Lebenszeichen sein wird und ein Beweis dafür, dass ich nicht meine Zeit vertrödle mit Nasenbohren oder sonst was. Sondern da steckt schon in dem Album stecken eigentlich 5 Jahre. Es muss ja uns eines klar sein, wir könnten in keinem anderen System, so wie du und ich, leben, als in der Demokratie. Wir könnten weder mit einem Führer leben, noch mit einem Kaiser leben, weil wir wären die allerersten, die zensuriert werden, die rausgeschmissen würden oder eben, man, ist nichts Neues. Ne? Und wenn man irgendeine Geisteshaltung dokumentieren will, dann kann die nur links sein für Künstler, Journalisten. Und wo sonst? Ich meine, Kronprinz gut und schön, aber mein Freund wäre er nicht. Manchmal sagst du eher, da habe ich noch das Gefühl, dass du die Kunstfigur Falco sozusagen, so, als würdest du über eine dritte Person reden. Das war ja eine Zeit lang, würde ich mal sagen, durch die enorme Popularität von Falco durchaus etwas, worüber du nachgedacht hast. Bist du jetzt Falco oder bist du Hans Hölzel, die übliche? Also mein Arzt hat eine ganze Akte drüber, eine ganze Menge Akten. Lass mich so sagen, ich bin eigentlich vor ziemlich genau 10 Jahren als ein Unangepasster durch Zufall, wie die Jungfrau zum Kind, in ein sehr angepasstes Geschäft gekommen. Und mein Ruf in der Branche, der geht natürlich von, naja, lassen Sie mich sagen, sehr, sehr schwierig bis hin zu absolut definite asshole. Und diesen Ruf gilt es mit allen Mitteln zu verteidigen. Weil ich bin ein Unangepasster in einem angepassten Geschäft. Und ich muss mich mit Promotion und mit Marketing und mit solchen Sachen auseinandersetzen, fühle mich aber nach wie vor eigentlich unangepasst. Weil ich unzufrieden bin, weil der größte Antrieb, die eigene Mittelmäßigkeit zu überwinden, ist für mich, was selten gelingt, aber doch. Ne? Und ich habe natürlich einen Fehler gemacht. Ich habe mir in den größten Zeiten der Erfolge, lass mich so sagen, ich habe dieses Promotion-Spiel nicht richtig betrieben. Also wir haben gemacht von Sandkastenfotos mit der Tochter bis über unsere Videos, du, you remember, meine Freunde hätten mir es nicht gesagt, wahrscheinlich hätte ich sie auch nicht angehört, aber ich bin ganz einfach viel zu breit geworden, sodass die alten Fans eigentlich gesagt haben, also das braucht man nicht, was spielt er uns da den Familienvater, er? Na geh bitte, das ist er nicht. Ne? Und ich glaube, dass halt zu jedem Geschäft eine gewisse Reife gehört und eine gewisse Erfahrung gehört. Und ich kann sagen, jetzt nach den ersten 10 Jahren ist diese Platte, die richtige Platte, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.
Es gibt ja ganz berühmte Leute, die sagen, dass sie eigentlich in den schwierigen Zeiten viel mehr gelernt haben als in den Hochflügen. Du hattest ja also zumindest, wenn nicht mehrere, aber zumindest einen sensationellen Hochflug mit Amerika. Hast du während dem Hochflug irgendwas gelernt oder hast du nachher bei der Landung was gelernt? Bei der Landung lernst du, natürlich lernst du nur bei der Landung. Im Fliegen lernst du gar nichts, weil entweder du bist oben oder du bist unten. Ich hab halt eine persönliche Schwäche. Ich habe keine Mitte. Ich bin entweder ziemlich gut oder ganz schlecht. Und dazwischen gibt es nicht besonders viel, sowohl in meinem Privatleben als auch in meinem Beruf. Und mir passt mein Ort auch nicht, aber so bin ich. Und du hast auch aufgegeben, an da selbst herum zu denken oder zu doktern, sondern du dich eher damit abzufinden, dass man so ist, wie man ist. Ne? Ich glaube, ein Mann der Extreme sozusagen. Ich glaube, dass man als Sänger 1992, als deutschsprachiger Sänger in Kontinentaleuropa, im zweitgrößten Plattenmarkt der Welt, seinen Kopf sehr wohl zum Denken benutzen soll auch. Aber man soll nicht darüber hinaus den Bauch vergessen, weil der ist eigentlich das, was es dann ausmacht. Man kann sich mit dem gescheiten Kopf viel zurechtlegen, wenn man nicht in der Lage ist, das rüberzubringen. Und das ist auch das Spannende bei jeder Platte. Wie akzeptieren die Fans? Wie kommst du rüber? Kannst du dich mitteilen? Kommst du überhaupt? Wie kommst du an? Es ist schon sehr aufregend. Und das ist, ich muss sagen, jetzt nach 10 Jahren fange ich eigentlich erst an, irgendwie zu begreifen, was ich da tue. Ich meine, also nicht, weil ich jetzt so abgeklärt bin oder sonst was oder über Nacht so gescheit worden bin, aber ich glaube halt, dass ich eine gewisse, und ich strapaziere das Wort noch einmal, eine gewisse Stilsicherheit habe in der Zwischenzeit. Und ich weiß ziemlich genau, was die Leute von mir wollen. Ist es nicht trotzdem, trotz alledem bleibt immer eine große Mystery, was etwas zu einem wirklichen Smash-Hit macht? Also klar. Wir erinnern uns, wir haben ja damals, obwohl wir gewusst haben, dass Amadeus eine sehr gute Nummer ist, hätte auch niemand von uns davon geträumt, dass das, was wir im Palais Schwarzenberg, das filmen, was dann in Amerika Nummer 1 wird. Irgendwie ist diese Fragezeichen bleiben immer und die bleiben auch bei dieser Platte für das dich. Das ist auch das Fantastische am Schallplatten machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendeinen anderen Beruf zu haben. Was können die Leute in Zukunft vom Falken erwarten? Was sind deine Ambitions? Was ist deine? Ich möchte auf die Bühne jetzt endlich wieder einmal. Mann, was soll das? Ich meine, wir können schlau reden, wir können Interviews machen, wir können dieses und jenes tun, aber man abspielen tut es ja eigentlich auf der Bühne und ich komme von dort her. Nur habe ich halt immer mit meinen Produktionen ein bisschen ein Problem gehabt, weil ich der Meinung bin, dass den Leuten keine Informationen vorenthalten werden sollten. Und ich habe eine Menge Informationen auf der Platte und das live umzusetzen war immer eine sehr teure und dadurch eine sehr lustlose Angelegenheit für mich, weil eigentlich alle verdient haben, nur ich nicht. Ja? Hallo Schatz! Wo bist denn? Bitte was? Na, pass auf, Silvi, der Rudi sitzt mir gegenüber und wir machen gerade das Interview. Ich bin eigentlich nur daheim. Eine Stunde sicher. Aha, in einer Stunde circa sind wir dort. Na, eine Stunde fahren wir weg. Oder in einer Stunde fahren wir weg? Ja. Naja, Rudi, kannst das du ja erklären, ja, wie das ist, genau? Ja. Ich gebe dann Rudi, ja? Bleib mal stehen. Falco, Erfolg fürs Rockman Amadeus Re-Edit Video beim US Film Festival. Was ist das für ein Gefühl, in Amerika wieder Erfolg zu haben? Man ist schon eitel. Ich würde lügen, wenn ich sagte, das wäre ich nicht. Und man freut sich über jeden Preis, den man kriegt. Was mich ganz besonders freut, ist, dass es erstens einmal jetzt einen guten Wind für die neue Produktion macht. Also es ist sicher eine gute Presse, das ist sicher ein Preis, auf den man stolz sein kann, der also unter 1600 Einsendungen Zweiter geworden ist. Dass es also eine gute Atmosphäre jetzt macht, ein bisschen. Und dass natürlich sich auch beweist, so falsch liegen wir nicht. Wir liegen selbst mit dem Schmuggelgut der deutschen Sprache in Amerika eigentlich immer noch sehr, sehr gut. Und das hat natürlich heute halt auch alles einen Grund. Und ich hoffe, dass es mir möglich sein wird, dort anzuschließen, wo wir aufgehört haben. Es bedurfte eigentlich der wirklich schlechten Zeiten, um zu sehen, wer seine Freunde sind. Das ist die Quintessenz daraus.